Als Caillou versuchte, die Schalen von dem kaputten Blumentopf zu verstecken, hatte er den Einfall, George die Schuld zuzuschieben. Caillou, Caillou, Caillou! Essen! Ich komme! George kann unheimlich schnell rennen, aber ich habe den Wettlauf gewonnen. Wo wohnt dieser George, Caillou? So ganz genau weiß ich eigentlich nicht, wo er wohnt. Caillou? Aber ich glaube, er wohnt in unserem Keller. George ist wahrscheinlich mein allerbester Freund in der ganzen weiten Welt. Caillou, wir sind schon lange mit dem Essen fertig, aber du hast so viel geredet, dass du deins nicht mal angerührt hast. Tut mir leid, Mami. Vielleicht geht George schon mal in den Garten, während du zu Ende isst. Gut, Mami. Danke, George. Caillou kommt dann gleich nach. Bis später, George. Hey, Caillou, könntest du mal einen Moment herkommen? Weißt du, wie das passiert ist? George hat ihn kaputt gemacht. Bist du ganz sicher, dass das George war? Caillous Papi wusste genau, dass nicht George den Blumentopf zerbrochen hatte. Ja, Papi, wir sind um die Wette gelaufen und dann hat George den Topf umgestoßen. Tja, ich glaube, vielleicht hattest du auch etwas damit zu tun, oder, Caillou? Ja, Papi. Also pass auf, du hilfst mir beim Wegräumen der Scherben und wenn du das nächste Mal mit George spielst, solltet ihr beide etwas vorsichtiger sein. Natürlich war Caillou mit Papis Vorschlag einverstanden. Ja, mach ich. Gut, du musst die Schaufel ganz festhalten und ich fege alles hinein. George ist ganz schön tollpatschig, nicht wahr, Papi? Ein bisschen wie du, hä? Caillou, wir haben heute Hochzeitstag. Das ist ein ganz besonderer Tag für Mami und Papi. Aber wir haben auch etwas ganz Besonderes für dich und Rosie. Einen neuen Babysitter. Ist das nicht toll? Ich mag keinen neuen Babysitter. Das muss Julie sein. Ich mache ihr auf. Ich mag Julie nicht. Nein! Weil Julie für Caillou noch fremd war, wollte er seinen alten Babysitter haben. Deshalb war ihm sofort klar, dass er sie überhaupt nicht leiden mochte. Hallo Caillou, ich bin Julie. Einfach nur diesen Knopf drücken. Wiedersehen! Sieht deine Mami in ihrem Kleid nicht wunderschön aus und deinem Papi steht der Frack einfach fabelhaft. Los, wink zum Abschied. Und einige Zeit später gab es Abendessen. Ich will kein Abendessen haben. Rosie auch kein Abendessen. Caillou, du musst etwas zu Abend essen. Du kannst mich nicht zwingen. Ich habe eine Idee. Eure Eltern sind zu einem besonders festlichen Abendessen ausgegangen. Warum machen wir nicht das Gleiche? Obwohl für Caillou klar war, dass er Julie nicht mochte, war er doch neugierig darauf, was jetzt geschehen würde. Kommt schon, worauf warten wir noch? So, jetzt siehst du genauso schick wie dein Papi aus. Ehrlich? Tue ich das? Aber sicher. Caillou stellte fest, dass er anfing, Julie zu mögen. Und jetzt muss auch noch Rosie so hübsch wie ihre Mami aussehen. Oh, Gilbert! Halt ihn fest! Das Verkleiden mit Julie hatte Caillou Spaß gemacht, aber auf den Salat hatte er überhaupt keinen Appetit. Komm schon, Caillou, du musst etwas essen. Ich will aber kein Abendessen haben. Aber zuerst einmal anziehen. Also, wo ist dein Pullover? Aber ich will das hier anziehen. Wenn du in Shorts rausgehst, wirst du ein eisiger Schneemann und bibberst vor Kälte. Mami, die Cornflakes sind alle. Wir gehen gleich einkaufen und besorgen neue. Und wir brauchen auch ein paar Eier, weil ich einen ganz besonderen Überraschungskuchen backen will. Einen ganz besonderen Überraschungskuchen? Yeah! Caillou und Rosie liebten Mamis Überraschungskuchen. Denn sie wussten nie ganz genau, was für ein Kuchen das sein würde. Caillou, wir müssen los. Zieh deinen Mantel und die Stiefel an. Aber Mami, ich will mit meinem Dinosaurier spielen. Du kannst später mit ihm spielen, also komm jetzt, wir warten schon auf dich. Caillou kam gerne zum Einkaufen, aber es dauerte immer sehr lange, bis er soweit war, weil er auch gern noch spielen wollte. Caillou, steig bitte in den Wagen.
Bauen wir nachher einen Schneemann? Also ja, das machen wir ganz bestimmt. Juhu, ein Schneemann. Aber jetzt müssen wir wirklich los. Wahnsinn. Als erstes suchte er sich eine Wildwasserfahrt aus. Caillou, stell dich mal vor die Tafel. Warum denn? Du darfst nur mitfahren, wenn du groß genug bist. Ja! Gefällt es dir? Ja, das macht Spaß. Aber es macht auch ein bisschen Angst, nicht wahr? Caillou und Papi waren beide der Meinung, dass die Flussfahrt ihnen Spaß brachte, aber auch ein bisschen Angst machte. Ja! Aber schon bald machte es Caillou so viel Spaß, dass er gar keine Angst mehr hatte. Das Wasser hat uns nass gespritzt, Mami. Wer möchte Nachtisch haben? Ja, ich bitte. Rosie möchte auch. Lecker. Oh. Hm. Also ich glaube nicht, dass Zuckerwatte wirklich gut für euch ist. Heißt das etwa, du willst keine haben? Ja! Hui! Guck mal, Papi, wir sind jetzt aber ganz schön hoch. Da! Caillou fand es super, im Riesenrad zu fahren. Von hier oben hatte er einen tollen Blick über den ganzen Freizeitpark. Papi, Papi, guck mal! Das war der größte Teddybär, den Caillou jemals gesehen hatte. Wenn man es schaffte, all seine Ringe über den Holzpflock zu werfen, konnte man den Bären gewinnen. Für Caillou war das ein sehr schweres Spiel. Leider vorbei. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Kannst du das schaffen, Papi? Ich versuche mein Bestes. Toll gemacht! Papi. Caillou hoffte inständig, dass sein Papi auch den dritten Ring über den Pflock werfen würde. Caillou, es ist Zeit für dein Bad. Ich meine es ernst, Caillou. Mir ist nicht nach Versteckspielen zumute. Caillou wollte nicht baden. Wo ist er nur? Wo kann der Junge bloß stecken? Wo hat sich Caillou versteckt? Aha! Da bist du also. Komm jetzt mit, du musst baden. Ich will aber nicht baden. Es ist zu heiß, Mami. Na gut. Es ist zu kalt, Mami. Na, wohin so eilig, junger Mann? Ich will jetzt spielen. Du kannst später spielen. Jetzt wird gebadet. Du musst doch schön sauber sein. Ich will aber nicht sauber sein. Nein! Es macht keinen Spaß. Jetzt bekommst du ein Schaumbad. Nein. Aber das tut doch nicht weh. Ordentlich viel Schaum. Das ist doch lustig. Nein. Gib mir deine Hand. Oh. Na, sieht das nicht lustig aus? Plötzlich wollte Caillou sein Quietscheentchen haben und ihm fiel ein, dass er es in Rosies Zimmer gelassen hatte. Oh nein, nicht schon wieder. Caillou, komm sofort zurück. Mein Quietscheentchen. Mein Quietscheentchen macht ganz viele Seifenblasen. Große Seifenblasen. Damit kannst du noch viel mehr machen. Caillou stellte fest, dass man beim Baden genauso gut spielen kann. Und jetzt wusste er, wie man Seifenblasen machte. Guckt mal, ich kann ganz viele Seifenblasen machen. Juhu! Hey, wo ist denn Caillou? Hier bin ich.
ganz nass. Und jetzt wusste Caillou auch, dass man beim Baden herrlich planschen und spritzen kann. Genug, Caillou. Komm, ich trockne dich ab. Ich will aber noch nicht. Ich will weiter in der Badewanne spielen. Gut, du kannst ja morgen wieder beim Baden spielen. Ja, mit meinem Quietscheentchen und ganz vielen Seifenblasen. Und ab jetzt liebte Caillou das abendliche Bad über alles. Ah, guten Morgen, junger Mann. Fährst du auch mit dem Schulbus? Augenblick mal. Also, Sie kenne ich doch. Sie habe ich damals zur Schule gefahren, als Sie noch ein kleiner Junge waren. Hallo, Mr. Washington. Wie schön, Sie mal wiederzusehen. Das hier ist mein Sohn Caillou. Er wollte sich den Bus ansehen. Tja, Caillou, es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dich zur Schule zu fahren, wenn es soweit ist. Ich will mit dem Bus fahren, Papi. Heute kann ich dich leider nicht mitnehmen, Caillou. Mr. Washington sah, dass Caillou sehr enttäuscht war. Aber ich könnte es vielleicht morgen tun. Vorausgesetzt, dass deine Eltern nichts dagegen haben. Und ich muss natürlich auch meinen Chef fragen, ob er es erlaubt. Deshalb kann ich es dir jetzt noch nicht versprechen. Ist das nicht sehr nett von Mr. Washington, Caillou? Komm, wir fragen Mami. Oh, toll! Was ist das, Caillou? Das ist der Schulbus, Papi. Und wer steuert den Schulbus? Ich! Caillou, du weißt doch, dass wir erst morgen wissen werden, ob du mit dem Schulbus mitfahren darfst. Hallo, Caillou. Du siehst aus, als ob du heute zur Schule gehst. Caillou war sehr nervös, weil er nicht wusste, ob er mit dem Schulbus mitfahren durfte. Guten Morgen. Wir wollen doch nicht zu spät zur Schule kommen, Caillou. Los, steig ein. Ja. Worauf wartest du noch? Rein mit dir. Oh Mann. Caillou war begeistert, im großen gelben Schulbus fahren zu dürfen. Wir sind gleich bei dir zu Hause, Caillou. Dein Papi wartet schon auf dich. Hey. Hast du mich gesehen, Papi? Ich war in dem Schulbus. Natürlich habe ich. Jetzt wollen wir uns bei Mr. Washington bedanken. Vielen Dank, Mr. Washington. Wo ist denn bloß die Tür? Gilbert, jetzt kann ich nicht mit dir spielen. Guck mal, Mami, was ich dir alles gebracht habe. Vielen Dank, Caillou. Du wirst langsam ein großer Junge. Caillou war sehr stolz darauf, dass er helfen konnte. Das war ein tolles Gefühl. Hey, Mami, guck mal her. Caillou, ich glaube, es ist besser, wenn du wieder nach oben gehst. Caillou dachte, wenn er groß genug ist, um seiner Mutter zu helfen, dann wäre er auch groß genug, um sich selbst anzuziehen. Allerdings gab es ein Problem. Er hatte all seine Sachen runtergebracht, sodass er nichts zum Anziehen hatte. Nein! Caillou! Shh, du wächst Rosie auf. Warum stehst du denn in der Unterhose da? Ich habe überhaupt nichts zum Anziehen. Das kann nicht sein. Du hast doch so viele Sachen. Oh. Du meine Güte, das stimmt. Ich weiß was. Wir spielen Verkleiden. Mit meinen Sachen. Ich kann nicht Kleider von Erwachsenen tragen. Warum denn nicht? Ich bin viel zu klein. Das werden wir ja sehen. Caillou, haben wir nicht noch etwas vergessen? Mein Schlafanzug. Das ist richtig. Wenn du bei Leo zu Hause übernachten willst, brauchst du einen Schlafanzug. So, haben wir alles? Ja! Das war das erste Mal, dass Caillou bei einem Freund übernachten würde. Und er war schon sehr aufgeregt. Steig ein, Caillou. Ich bin sicher, dass wir irgendwas vergessen haben. Aber was könnte das sein? Mal überlegen. Schlafanzug? Schlafanzug. Zahnbürste? Zahnbürste. Teddybär? Teddybär! Wir haben Teddy vergessen. Gut, jetzt haben wir alles. Bist du soweit? Komm auf!
Leos Vater hatte im Garten ein Baumhaus gebaut und Caillou fand es toll, da drin zu spielen. Leo, Caillou, Mittagessen, runterkommen, Hände waschen. Caillou machte es riesigen Spaß, bei Leo zu Hause zu sein. Aber beim Abendessen fühlte er sich einsam und verlassen. Er musste an Mami und Papi denken und an sein schönes Zuhause. Hast du keinen Hunger? Doch, schon. Mal sehen, wer von euch zuerst fertig ist und den Wettlauf zum Nachtisch gewinnt.